Hier ist es, das brandneue Nokia XR20, das erste Rugged-Smartphone von Nokia. Wir stellen es euch in diesem Video vor. Ja, hallo, ich bin Stefan von Brodhaus und freue mich heute sehr, dass ich den Erik zugeschaltet habe aus dem Schwabenland. Erik, herzlich willkommen, aber stell dich doch kurz selbst vor. Hi Stefan, hallo zusammen. Ich bin der Erik, verantworte das gesamte Dachgeschäft bei HMD Global und somit das gesamte Nokia Smartphone Portfolio. Ja, Smartphone ist das Stichwort. Erik, ich habe was brandneues in der Hand, nämlich das Nokia XR20. Und es ist das erste Rugged Smartphone unter dem Brand Nokia. Ihr habt ja schon ein Feature Phone, das Nokia 800, gebracht. Aber was kannst du uns jetzt sagen zu XR20? Was bedeutet dieser Name und was habt ihr euch gedacht jetzt mit diesem neuen Rugged-Smartphone? Ja, du sagst es, brandneu für uns. Nicht nur das Gerät selber, sondern auch der Bereich, in dem wir uns reinbewegen, im Smartphone-Segment. 800er als Feature-Phone damals, das war ein ganz anderer Use-Case. Hier haben wir jetzt wir nennen es sogar auch Live-Proof, nicht nur Rugged. Weil wir ein Gerät jetzt lancieren, auch vom Namen her sind wir in der X-Serie geblieben, dass wir nicht nur in diese Rugged-Nische setzen wollen, sondern auch rausheben wollen, auch speziell durch das gesamte Design, was das Gerät auszeichnet. Also du sagst richtigerweise Rugged, da hätte ich jetzt erstmal gedacht, dass es sehr viel globiger ist. Und ich drehe es jetzt auch mal, also man sieht, es ist sehr schön schlank grundsätzlich mal. Und wenn man es sich von der Rückseite anschaut, dann ist es auch vom Material, hat es aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Anmutung und fühlt sich eher ein bisschen an wie ein Smartphone mit einer Schutzhülle, die besonders rugged ist. Aber es ist schon fest verbaut, oder? Ja, und das ist genau die Idee eigentlich dahinter, dass wir sagen, pass mal auf, die typischen Rugged-Phones sind natürlich schon relativ stark, stabil, globig, ne? Du siehst drumherum, was der Use Case dazu ist. Wir haben ganz klar darauf gesetzt, dass es eigentlich eher so sein soll wie ein Smartphone, das in der Hülle ist, leicht erhöht vorne. Das heißt, wenn du es umdrehst, zerkratzt das Display nicht, hinten genau bei der Kamera auch so. Und das ist genau Sinn und Zweck des Ganzen. Das ist ein richtig stabiles Gehäuse und das ist auch das, was es auszeichnen soll. Durch die ganzen Zertifizierungen dahinter, das ist IP68. Das heißt, ja, also höher geht es fast nicht. Und wir haben dann noch on top gesetzt diesen Military Standard, der quasi nochmal eine Stufe höher geht. Okay, also wirklich beeindruckend. Ich habe es jetzt parallel auch mal gezeigt. Also man kann es auch wirklich, wirklich spüren, dass es erhöht ist. Und das ist eben genau das, was am Ende ja den Screen auch schützt, wenn das Telefon mal zu Boden geht. Und das passiert ja immer wieder mal. Aber vielleicht gehen wir nochmal auf die offensichtlicheren Dinge ein. Auf der Rückseite sehe ich eine Dual-Kamera, ist das richtig? Genau, das ist ein Dual-Cam-Setup mit einer 48 Megapixel und einer 13 Megapixel Ultra-Wide-Sensor dahinter. Das ist quasi so die Kombination, die eigentlich Leute, die Fotos machen, am meisten benötigen und am meisten nutzen. Und das ist auch das Sinn und Zweck des Ganzen, dass wir wirklich diese breite Nutzung der Kamera auch dementsprechend supporten können. Okay. Ja, spannend. Und dann haben wir eine Frontkamera. Wie ist die ausgestattet? Das ist eine 8 Megapixel Frontcam. Das heißt, auch hier versuchen wir sicherzustellen, dass das beliebte Hobby, Selfies zu machen, in ein richtiges Licht gerückt wird. Innere Werte, insgesamt liegt es sehr kompakt in der Hand. Also es ist jetzt nicht zu leicht, aber wie ich finde auch nicht zu schwer. Was hat es für einen Akku an Bord? Das ist ein 4630 mAh Akku, also 4,6er würde ich da immer dazu sagen. Das Schöne an dem Akku ist, wir sind auf was zurückgesprungen, was wir beim Nokia 9 zuletzt eingesetzt haben, das Wireless Charging. Okay. Also auch das wird im Gerät unterstützt. Was natürlich auch nochmal für das komfortable Laden ein einfacher Schritt ist. Das macht definitiv Sinn. So, jetzt ist ja 5G, Erik, in aller Munde und die Netzbetreiber geben unglaublich viel Gas da drauf. Ist hier dieses XR20 auch mit 5G ausgestattet und was hat es für einen Chip an Bord? Genau, das ist tatsächlich mit 5G ausgestattet, ist meines Wissens eines der ersten 5G Rugged Phones tatsächlich auf dem Markt.
Da auch umso wichtiger nochmal diese Positionierung, dass es nicht nur in diese Nische kommt, sondern auch ein bisschen raus vom Nutzen her. Es ist ein Snapdragon 480 dort im Einsatz. Das ist quasi der identische Chipsatz, den du schon im X20 und im X10 siehst und deswegen passt es auch so gut in diese X-Serie herein. Okay, jetzt verstehe ich die Bezeichnung nochmal ein bisschen besser. Geht es auch nochmal in die Einstellungen rein, dann sieht man auch nochmal, kommt mit Android 11 im Auslieferzustand. Und dann ist es ja so, dass ihr bei HMD, also Nokia, immer Update versprechen, und zwar Betriebssystem und auch Security-Updates habt. Und da ist in der Vergangenheit die ein oder andere Frage gekommen, ob ihr dazu steht. Insofern lasst uns da auch mal drüber sprechen, was da euer Commitment ist. Genau, ich gehe mal auf das erste ein. Ja, wir stehen dazu und auch gerade bei dem XR20 werden wir nochmal sogar eine Schippe draufpacken. Also das XR20 kommt nicht nur mit 3 Jahren Security Updates, sogar mit 4 Jahren. Das heißt, da packen wir nochmal ein ganzes Jahr on top. Und dann hat es wie in der X-Serie in Summe, also auch das X10 und X20, ein drittes Jahr Garantie, was nicht Standard ist. Und dann haben wir die 3 Jahre OS-Upgrades. Das heißt, wenn es mit 11 kommt, dann wird das 12, 13 und 14 innerhalb dieser 3 Jahre können. Und das ist natürlich, um die längerfristige Nutzung zu treiben, natürlich ein extrem wichtiges Thema. Ja, also aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten kann man das tatsächlich nur begrüßen. Dürft ihr auch gerne mal kommentieren, wie ihr das seht. Aber ich finde es wirklich gut, weil damit ist man 3 Jahre mit den Betriebssystem-Upgrades versorgt und Security-Updates 4 Jahre. Jetzt ist es ja grundsätzlich ein sehr robustes Telefon. Gibt es noch was zu Screen, Nachhaltigkeit? Du hast gerade Garantie angesprochen. Ja. Noch eine Besonderheit bezüglich der Zusage, die ihr beim Screen macht? Genau, können wir auch nochmal mit reinpacken. Also was wir da noch dazu sagen müssen, der Screen ist quasi mit Gorilla Victus Glas. Das ist ja ihr aktuellstes und stärkstes Glas. Ich glaube, du hast es neulich bei einem Telefon schon mal vorgestellt. Also auch hier ist das mit drauf. Und da wir uns so sicher sind und Gorilla ja auch so sicher ist, dass das nicht zerbricht, ist quasi im ersten Jahr ein Screen Replacement noch inklusive. Jetzt nicht, wenn einer mit dem Vorschlaghammer dreimal reinhaut und sagt, der Screen ist kaputt. Nee, das natürlich nicht. Das sollte schon in der täglichen Nutzung sein. Aber wir sind uns sehr sicher, dass das hält und dass es passt. Und auch das ist quasi nochmal so ein Versprechen, dass wir eigentlich wollen, dass die Leute dieses Telefon lange nutzen und dadurch auch Elektronikschrott reduzieren. Und das ist somit der einfachste Beitrag in diesem ganzen Konstrukt vom Endkunden. Also, das macht definitiv Sinn und das werde ich genau jetzt überprüfen. Wir werden jetzt mal gucken, ob es im Wasser wirklich so dicht ist, wie ihr versprecht, und ob der Screen auch das aushält. Also, das schauen wir uns jetzt mal an, da gehen wir jetzt gleich mal raus. So, dann werden wir das jetzt mal testen, ob das XR20 auch wirklich das hält, was Erik versprochen hat. Wir haben hier vorbereitet ein kleines Bassin mit Regenwasser und auch ein paar Steine drin. Also insofern schauen wir jetzt mal, Telefon ist an und dann legen wir das da mal rein. Ist natürlich jetzt nicht 1,80 tief, aber also den Wassertest schon mal bestanden. Und das Wichtigste ist, dass ich das Telefon auch mit nassen Händen bedienen lässt. Das ist das, was versprochen wird und das funktioniert. Gut, also nochmal rein ins Wasser. Und jetzt gucken wir mal, ob das Gorilla-Glas auch wirklich so stabil ist, wie es Erik gesagt hat. Und hier, das ist ganz gut, der Stein ist relativ scharfkantig. Gut. Also, ich würde sagen, das schaut verdammt gut aus. Das hat gehalten. Ja, Erik, also ich muss sagen, das Wasser und die Outdoor-Experience hat es ganz gut überlebt. Und ich muss sagen, ich bin überrascht, weil ich halte es jetzt hier auch nochmal in die Kamera. Hier ist ja tatsächlich ein 3,5 mm Klinkenanschluss. Und also selbst mit dem bleibt das Produkt dicht. Also das finde ich tatsächlich echt faszinierend. Also beim ersten Versuch haben die Dinge, die ihr zusagt, auf jeden Fall auch eingezahlt oder ausgehalten, was ihr versprecht, und bin mir sicher, dass die Nutzer das auch kommentieren werden, wie ihre Erfahrungen dann in der Zukunft mit dem Produkt sind. Jetzt ist nochmal wichtig, die technische Ausstattung, wenn wir nochmal über Speichergröße zum Beispiel sprechen, was kannst du uns dazu sagen? Genau, also erstmal bin ich froh, dass es gehalten hat. Das ist ja, nee, Quatsch, also das ist klar. Also wir haben ein Gerät hier in Deutschland am Start, das hat 4 GB Arbeitsspeicher, 64 GB ROM dahinter. Das heißt, man kann auch ordentlich Daten drauf ablegen.
Und das ist quasi in Verbindung mit diesem Snapdragon 480, den wir da im Einsatz haben, eigentlich ein sehr, sehr gutes und sehr, sehr rundes Paket dazu. Ja, Erik, jetzt ist natürlich nochmal interessant, wann wird das Produkt verfügbar sein und was wird es kosten? Ja, das Produkt wird verfügbar sein ab Ende August, also wenn die Sommerferien dann so dem Ende zugehen, und wird für eine UVP von 499 € in der 464-Variante erhältlich sein und bei euch bestellbar. Ja, also bin gespannt, bin auch gespannt, wie unsere Zuschauer das Gesamtpaket beurteilen. Ich muss sagen, es macht insgesamt wirklich einen kompakten und zuverlässigen Eindruck. Bin auch gespannt, wie es in der Dauernutzung dann sein wird. Ja, Erik, dann sage ich an der Stelle vielen Dank für deine Zeit, dass du uns das Produkt näher gebracht hast. Und für euch natürlich, abonniert den Kanal, setzt die Glocke. Dann habt ihr auch die Chance, beim nächsten Mal wieder ganz schnell dabei zu sein, wenn Erik oder auch andere Kollegen aus dem Markt neue Produkte vorstellen. Ja, vielen Dank, Erik, und bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke, Stefan. Macht's gut. Ciao.